Warum nur konnte er nicht verstehen, was ich für Paula empfinde? Naja, vielleicht hat Jack einfach nie erfahren, was wahre Liebe bedeutet. Seine Ex-Freundin hat er jedenfalls nicht geliebt. Sonst hätte er sie nicht aus so einem lächerlichen Grund verlassen. Ich würde meine Freundin nie verlassen. Sie ist einfach so wunderschön. Sowohl von außen als auch von innen. Natürlich belasten die Geschehnisse von damals unsere Beziehung. Aber immerhin sind wir zusammengeblieben. Trotzdem erinnere ich mich noch allzu oft daran. Hey Schatz, sage ich und falle ihr um den Arm. Eine ganze Weile lang starre ich in ihre smaragdgrünen Augen. Ich lächle sie an. Wie geht's dir? Frage ich, während meine Hände sich in ihren Haaren vergraben. Gut, gut. Und dir? Wenn ich bei dir bin, geht's mir immer gut. Hihi, wie süß von dir, kichert sie. Komm doch mit rauf, ich zeig dir mein Zimmer. Ihr Zimmer ist relativ klein. Nur ein Bett und ein Schrank finden darin Platz. Ansonsten ist es ein gewöhnliches Mädchenzimmer. Den Rest des Hauses bekomme ich an diesem Tag nicht zu Gesicht. Nicht einmal die Küche, denn wir haben uns Pizza bestellt. Paulas Mutter ist dieses Wochenende geschäftlich unterwegs und kommt erst Sonntagabend zurück. Daher übernachte ich heute bei Paula. Es ist ein schöner Tag. Wir lachen viel, sehen fern, reden und kuscheln sogar ein bisschen. Gegen 10 Uhr merkt Paula an, dass sie müde sei, also legen wir uns schlafen. Ich schlafe auf einer Matratze neben ihrem Bett. Ich bin schon fast eingeschlafen, als Paula beginnt im Schlaf zu sprechen. Das muss wohl einer ihrer Albträume sein. Sie wird immer lauter und wälzt sich immer heftiger umher. Nein, geh weg, lass mich in Ruhe. Und solche Sachen sagt sie. Langsam beunruhigt mich ihr Gemurmel. Ich steige zu ihr ins Bett und trete sanft auf sie ein. Hey Schatz, alles ist gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir. Ich lege meine Arme um ihren Körper, um sie zu beruhigen. Doch leider erzielt dies genau den gegenteiligen Effekt. Sie fängt an zu schreien und wild um sich zu schlagen. Doch ich halte sie noch immer und versuche sie zu beruhigen. Nein, verschwinde, du Monster! Sie reißt die Augen auf. Keuchend starrt sie mich an. Mark? Ja, ich bin's. Alles ist in Ordnung, Schatz. Was machst du hier? Was machst du in meinem Bett? Blitzschnell schlingt sie ihre Hände um meinen Hals. Sie drückt so fest zu, dass ich kaum noch Luft bekomme. Ich will mich wehren, aber ich kann nicht. Ich kann meine Hand nicht gegen sie erheben. Sie ist doch mein Engel. Warum tust du das? Lass mich einfach in Ruhe! Schreit sie. Ihre hasserfüllten Augen blicken in meine. Genauso plötzlich, wie sie mich attackierte, löst sie ihren Griff auch wieder. Ich schnappe nach Luft. Oh mein Gott, Mark, was habe ich nur getan? Sie bricht in Tränen aus. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich liebe dich doch. Erneut lege ich meine Arme um sie. Ich liebe dich auch. Was hast du denn überhaupt in meinem Bett gemacht? Ich hab dich im Schlaf merkwürdige Sachen reden hören. Da wollte ich dich beruhigen. Oh, es tut mir echt leid. Ich hab mich einfach nur bedrängt gefühlt. Bitte verzeih mir. Natürlich verzeih ich dir. Du bist doch mein Engel. Eine gefühlte Ewigkeit starren wir uns einfach nur an. Paula ergreift als erste wieder das Wort. Wir sollten jetzt einfach weiter schlafen. Ja, denke ich auch. Ich lege mich wieder auf die Matratze und versuche einzuschlafen. Vergebens. Den nächsten Morgen benimmt sich Paula sehr abweisend. Auf ihr Bitten hin verlasse ich noch vor 12 Uhr das Haus. Um ehrlich zu sein, dachte ich nach jenen Geschehnissen wirklich darüber nach, mit ihr Schluss zu machen. Doch es war ja nicht ihre Schuld, oder? Das Ganze war ja nur ein Missverständnis. Und solange ich nicht zu intim werde, sollte so etwas nicht nochmal vorkommen. Trotzdem frage ich mich, was es denn war, das sie damals im Traum so sehr quälte.